Abschließend möchte ich Ihnen noch einige Tipps zur Gestaltung von Lehrvideos aus meiner Erfahrung herausgeben. Unser Team betreibt die Videoproduktion seit 2012. Angefangen hat es mit einfachen Screencasts, in denen meine Mitarbeiter und ich unsere Kurse beschrieben haben, oder auch mit schlichten Videoscribes zu linguistischen Problemstellungen. Später sind dann sehr kompakte Micro-Lectures hinzugekommen, aber auch Tandem-Videos mit Fachkollegen oder Videos mit humanoiden Robotern. Das Prinzip war aber immer das gleiche: geskriptete Texte, begleitende Präsentationen, manchmal auch interaktiv und bei längeren Videos immer auch mit Sprecherbild. Waren die Grundkomponenten Audio, Sprecherbild und Screencast so, wie bereits gezeigt, fertiggestellt, habe ich meistens noch ein wenig nachgearbeitet. Neben den normalen Möglichkeiten wie Schneiden, Audiospur verbessern oder dem Verändern von Elementen waren für mich folgende Effekte besonders wichtig: das Markieren von Elementen, das Annotieren von Elementen, visuelle Effekte, insbesondere die Farbersetzung, und dazu noch Übergänge und Animationen. All das ist im Office-Setting zu Hause ohne große Technik möglich. Und ehrlich gesagt, weitere Effekte sind für Lehrvideos auch gar nicht nötig. Es zählt der Informationsgehalt und nicht das schicke Aussehen. Damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen alles Gute für Ihre digitale Lehrzukunft.